So, guten Abend. Oh, ist es nicht wunderbar, dem Herrn anzubeten? Eieiei, das ist das Beste, was man machen kann auf der Erde, oder? Genau, ja. Und so, Vater, wir danken dir für diese Zeit zusammen, Herr. Wir danken dir, auch wenn wir jetzt so Lehre machen und so weiter, Herr. Und danke auch für noch den Dienst nachher, Herr. Und wir danken dir für den Geist des Offenbarung, Herr. Und danke, Herr, auch für deinen prophetischen Geist, Herr. Und danke, Herr, auch das Heilige Geist, dass du kommst heute Abend, Herr. Und wir sind voll, total abhängig von dir. Und Herr, wir danken dir, dass du heute noch reden und Vater, dass du Menschen auferbauen, stärken, Vater, in diesem Abend noch weiter, Herr. Wir danken dir dafür, Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. So, dann reden wir heute Abend so über den Dienst des Propheten. Und bevor wir das machen, will ich so gerne, ich habe nicht die Beamer-Team gefragt, aber herzlichen Dank, wenn ihr vielleicht noch die Möglichkeit habt, um einfach Epheser 4, Vers 11 für uns zu beamen, wird sehr, sehr lieb sein. Und Epheser 4, Kapitel 4, Vers 11. Und dann kommen wir noch zurück zu unserer Präsentation. Sorry, ich habe das dir einfach jetzt so, frage ich das einfach so. Genau, wir wollen heute Abend so spezifisch reden, auch über den Dienst von den Propheten so. Und dann wollen wir dem Herrn noch vertrauen, dass wir dann noch zu weiter dienen auch. Und manche Menschen auch so vielleicht prophetisch dienen heute Abend und so, was Gott noch so auf sein Herz habe, dass wir da drin auch kommen. Hier geht es heute Abend, wie gesagt, über den Dienst vor allem von dem neutestamentischen Prophet. Und hier die wunderbare Bibelvers, Epheser 4. Und wir wissen, dass der Heilige Geist gibt die Gemeinde 9 Gaben. Wir wissen, dass der Vater gibt diese Motivationsgaben, manche sagen 21, 22 ungefähr, die in uns hineingeboren wird. Ne? Wenn wir geboren werden, dann wird wir mit dieser Motivationsgabe vom Vater in uns geboren. Und dann gibt Jesus auch die Gemeinde dann die fünffache Dienst. Und wie gesagt, hier auf dem Teppich hier haben wir solche Hände so mit 5 Finger drauf. Und dachte ich, das ist ja interessant, weil das ist so ein bisschen ein Bild von dem fünffachen Dienst. Und hier haben wir dann, wo das dann beschrieben wird, die fünffache Dienst. Und er sagt, und er, wir wissen, dass diese er meint dann natürlich Jesus. Weil davor reden wir von, als er hinaufgefahren ist und so weiter und so weiter. So dass wir die Bibel sprechen da von Jesus. Und dann sagt er, so das ist Jesus, der Sohn. So der Heilige Geist gibt 9 Gaben, der Vater ungefähr 21, 22 oder so Motivationsgaben in uns hinein oder in die Gemeinde. Und dann jetzt hier die fünffache Dienst. Und er hat die einen gegeben. Und interessant ist, sie sind gegeben. So, sie sind da. Und die sind auch in die Gemeinde. Und wir glauben, dass der Herr will die fünffache Dienst auch mehr und mehr zurüsten. Der Herr will auch die fünffache Dienst auch mehr, dass die dienen und dass die aufstehen und dass die Berufung nehmen und vielleicht, dass die ein bisschen Ausbildung dafür brauchen, vielleicht von Menschen, die ein bisschen mehr Erfahrung haben in diesem Bereich. Und genau, und es kann sein, dass heute Abend unter uns hier, bis definitiv sind da mehrere Leute hier heute Abend, die auch berufen sind in eine von den fünffachen Diensten. Öfters kann sie dann auch mehrere haben in einer Person. Und da haben wir dann, und er sagt, er hat gegeben als Apostel. Und interessant ist, jedes Mal ist es die Mehrzahl, ne? Aposteln mehrere, andere als Propheten mehrere. Und das ist ja die Wunderbare, ne? Dass wir nicht nur eine haben oder so, immer. Und andere als Evangelisten wieder Mehrzahl. Wir glauben, heute Abend sind da mehrere Evangelisten unter uns. Es gibt auch Propheten unter uns und manche, die auch berufen sind in die apostolischen Dienste, genau. Und dann andere als Hirten, also wieder
mehr Zahl. Und es ist ja so wunderbar, dass in einer Gemeinde der Herr dann die alle fünf so gegeben hat. Ne? Und dann andere als Lehrer. Und es ist auch in die Mehrzahl. Um das ganz kurz so ein bisschen einfach visuell ein bisschen klar zu machen, will ich was machen. Und das ist, sieht sich vielleicht so ein bisschen lustig aus, aber das drückt das so ein bisschen aus visuell, dass man so ein bisschen denken sehen kann, wie die verschiedenen Dienste dann auch denken. Normalerweise ist es so, dass, ja, wie gesagt, das kann sein, dass nur eine in einer Person ist, manchmal auch mehrere. Manchmal fangen man bei einem Dienst an und durch die Treue erweitert dem Herrn das dann und macht es weiter. Zum Beispiel der Prophet Amos war zuerst eine Hirte und dann hat der Herr ihn später berufen in die prophetische Dienst. Jeremia war von, bevor Gott ihn geformt hat in seinem Mutterleib, war er schon berufen. So Berufungen, alle Menschen haben irgendwie eine Chance. Manche von uns sind, bevor wir geboren sind, hat Gott uns schon berufen. Andere war zu treu gewesen in was Kleineres, dass der Herr gesagt hat, weißt du was, ich steige deine Berufung, sie wird mehr. Und das ist sehr interessant, so, denn es lohnt sich immer treu zu sein für das, was der Herr momentan von dir verlangt. Bleib einfach da treu. Und dann wird es so kommen, dass der Herr dir weiter anvertraue und so kann der Dienst oder die Berufung kann sich dann auch mehr werden sozusagen. So, wenn ich dann heute Abend hier so vielleicht, wenn man das mal vorstelle, dass es so eine Tablette ist und so und ich sehe jetzt, dass Jörg hier in die erste Reihe so richtig Durst habe. Und ich denke, oh, ich will ihm mal so ein Glas Wasser bringen. Und wenn du das vorstellen kannst, dass jetzt das geöffnet ist, machen wir jetzt nicht offen, weil anders machen wir die fünffache Dienst Boden voll Wasser. Aber wenn wir dann Jörg sehen und ich denke, oh, der hat jetzt Durst. Und ich komme jetzt zu ihm und ich bringe jetzt so dieses Wasser so auf diese Tablette und irgendwie schaue ich nicht wirklich, wie ich laufe und mein Fuß bleibt hier hängen und ich stolper hier und das Wasser geht hier überall über den Boden und da liege ich auf dem Boden. Dann wird da natürlich so einfach so verschiedene Reaktionen in diesem Raum sein. Dafür brauchst du auch keine Lehre. Das wird einfach so aus dich herauskommt. Weil es ist, wie du denkst, wie der Herr dir auch geschaffen hat und auch vor allem, in welche Berufung du von den fünffachen Diensten, wo Gott dich berufen habe. So, denn wenn du dir vorstelle, ich liege hier und das Wasser hier überall und hier ist richtig ein Problem hier, dann wird da verschiedene Reaktionen sein. Diejenigen von euch, die berufen sind, um so einen Hirtendienst zu haben, du bist richtig so gefüllt mit einer Liebe für die Schafe und für die Lämmer und du hast Geduld mit den Böcken. Und dann kommst du und dann kommst du nach vorne, komm nach vorne und ich liege hier auf dem Boden und du wirst mir sagen, geht's dir gut? Hast du dich vielleicht verletzt? Und du weißt, wir lieben dich. Weißt du, dass wir dich lieben? Und ich liege da und ich denke, oh, das ist so gut. Also dieser Hirtendienst so zu empfangen. Und dann wirst du mir sagen, das macht nichts, wir putzen alles nachher. Weißt du, wir lieben dich. Und wo können wir noch für dich beten? Und ich sage so, tut mir leid, dass ich das hier alles so voll geklettert habe. Nein, kein Problem. Also, wir lieben dich. Wir lieben dich einfach. Mit und ohne die Flasche. Wir lieben dich. Einfach. Wir lieben dich sehr. Dann wird manche von euch das ansehen, wie die pastorale oder die hirtliche Leute mich hier pasteurisieren. Und
Das ist ein neues deutsches Wort. Nein, und ich liege hier und ich war jetzt gedient durch die pastorale Dienst. Und preis dem Herrn, die pastorale Dienst innerhalb der Gemeinde hat Geduld und Langmut und Liebe. Also wirklich, und es ist ehrlich, echt. Du musst dich auch nicht anstrengen. So, ne? Da, aber die andere Leute in der Gemeinde hier wird das ansehen und denken, du, es ist gut, ihm so zu lieben. Aber weißt du, wenn wir ihm keinen Unterricht geben, ne, dann macht er das weiter so. Und dann ist es stressig für die Pastoren, die pastorale Leute. Und du wirst dann zu mir kommen, ich liege noch da am Boden. Ich werde gerade da von den Pastoren, weißt du, richtig so, ja, geliebt, pasteurisiert. Und ich bin da geliebt und so. Und dann sagst du, du, was machst du Dienstagabend? Und ich denke so, nee, nee, nix. Dann sagst du, du, komm doch zu uns in unsere Hausgruppe. Wir sind gerade dabei, dieses ganze Thema Lehre darüber zu geben, wie man so mit so einem Tablett laufen und so weiter und so weiter. Ich komme dann in die Hausgruppe und da hast du die Notizen, du hast das griechische Wort für Wasser und das hebräische Wort für hinfallen. Ne? Und nachher, boah, und dann werde ich so richtig belehrt. Gell? Und dann sagst du, siehst du, und dann sagt die pastorale Leute, ja, Lehre ist super, aber weißt du, die Liebe, wir müssen ihn lieben, der braucht Liebe. Und die Lehre sagt, ja, Liebe, aber durch Lehre. Genau, ja, liege ich dann. Dann gibt es eine sehr interessante Gruppe von Menschen. Ja, wenn ich dann noch hier liege, dann denkst du, boah, das kann man optimal benutzen. Also, und dann kommst du nach vorne, du nimmst das Mikrofon, ich liege da und du sagst, nee, bleib schön liegen und so. Und dann sagst du zu den Leuten, habt ihr heute Abend gehört, die Schreie, als er so hingefallen ist? Hast du die Schreie gehört? Und weißt du, es gibt einen Platz, wo Menschen hingehen und da schreien sie ständig so. Und wenn du noch nicht, und wenn, ich weiß, es ist nicht lustig, aber, und wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben habe, dann ist es, wo du hingehst. Und da gibt es kein Wasser, ja? Kein Wasser. So, dann wirst du sagen, und jetzt will ich Hände sehen, Hände. Wer von euch will euer Leben jetzt Jesus geben, weißt du? Und ich liege da und ich denke, liebt er mich nicht? Und so. Und dann, und interessant ist, und das ist natürlich die Evangelisten unter uns, ne? Das sind wunderbare Menschen, weil sie sind von Gott so gemacht und sie sind, ja, Gott hat es in sie gegeben als fünffache Dienst Evangelisten. Und ja, und die sagen, ja, die Liebe ist wunderbar, Lehre ist wunderbar, Griechisch-Hebräisch wunderbar, aber wenn kein Mensch zum Herrn komme, es ist alles umsonst. Weil die sind hochspezialisiert öfters in ihrem Dienst. Genau. Dann kommt noch die sehr andere interessante Gruppe. Und die kommen dann zu mir, ich liege da. Ne? Und dann, ja, dann zeigst du so auf mich und sagst, weißt du, das alles hier habe ich gestern Nacht geträumt. Alles so. Und im Traum bist du wieder aufgestanden, du warst geheilt. Und ich muss dir sagen, ich habe den Eindruck, du musst richtig die Lehre schauen, dass du das nie wieder passiert. Und das ist natürlich die prophetischen Leute, ne? Genau. Und dann gibt es noch natürlich die Aposteln und die kann natürlich in alle fünf dienen.
Und plus, die wird natürlich benutzen, ne? Ihr habt apostolische Dienste hier in die Gemeinde anzufangen, neue Gründungen und so weiter, Leute auszubilden und so weiter. Und genau, und die kann dann auch die anderen vier Dienste sehr gut dienen. So, das ist wie bei dem Hand. Wenn der apostolische Dienst ist wie der Daumen, der kann unabhängig von dem Arm oder von dem Hand funktionieren und der kann alle anderen Dienste kann er dienen. Das ist natürlich der Prophet, der zeigt die Richtung. Das ist natürlich der Evangelist, das ist die längste Finger aus dem Leib heraus in die Welt hinein. Dann haben wir die Pastor, die pastorale Dienste. Und die sind natürlich mit den Schafen, ne, verheiratet, die lieb, ne, und so weiter. Und dann haben wir die Lehrer. Und das ist dieser Finger. Und das gibt die ganze Handbalance, gibt Gleichgewicht. Auch bei den Zähnen ist es auch so. Wir brauchen alle fünf. Und wenn alle fünf so zusammen funktionieren, dann kann es richtig stark sein. Genau. So ist der Prophet dann einer von die. Plus, Epheser hat uns jetzt gesagt, er hat sie gegeben. So, es heißt, wir haben sie in das Alte Testament und wir haben sie in das Neue Testament. Die Funktion ist fast gleich. Nur einer der größten Unterschiede ist, bei dem neutestamentischen Prophet nutzt der Herr der Prophet nicht mehr, um die Bibel zu schreiben. Na, weil wir haben die 66 Bücher, die Kanon ist geschlossen. Und Menschen, die zum Beispiel sagen, ich war im Himmel und da hat Gott mir noch welche Kapitel zu Johannesbrief und so weiter gegeben. Das ist nicht wahr. So. Das ist gegeben worden, es ist gegeben und der Herr schreibt nicht mehr. Und dafür benutzt er die Propheten heute nicht mehr. Genau. So wollen wir jetzt kommen. Und bevor wir das machen, noch nur einen Bibelvers. Und das ist in Apostelgeschichte. Und dann gehen wir Kapitel 21 zusammen. 21 zusammen von Apostelgeschichte. Genau. Und jetzt kannst du vielleicht so manchmal fragen, Leute, ne, bitten und fragen, na, bin ich berufen in den fünffachen Dienst? Und zu welcher bin ich berufen? Und aus diesem kleinen Beispiel kannst du dir auch so ein bisschen nachdenken oder beten. Ja, was ist deine Reaktion bei sowas? Und du musst nicht dafür arbeiten, das kommt, weil das ist gegeben, es ist in uns. Natürlich brauchen wir dann Lehre, wie sie funktioniert und so weiter. Aber hier haben wir in Apostelgeschichte 21, Dankeschön, noch nur diese eine Bibelvers. Und hier sehen wir so ein jemand, die ein fünffacher Dienst des Evangelist habe. 21 Vers 8, Dankeschön. Und hier genau sehen wir, folgende Tage zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Da sehen wir, ne, als fünffacher Dienst, als Evangelist. Der eine von sieben war und blieben bei ihm. Danke, der nächste Vers. Ist sehr interessant. Jetzt sehen wir auch ein bisschen den Unterschied. Dieser hatte aber vier Töchter, Jungfrauen, welche weissagten. In verschiedenen Übersetzungen sagt es, die Gabe der Prophetie habe. So, sie war nicht unbedingt in die fünffache Dienst, aber hat wohl prophetisch geredet, die vier Töchter von Philippus. Ne? Dann interessant ist, dann lesen wir die weitere, genau, Vers 10, und jetzt kommt der Unterschied. Als wir mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet. Siehst du? Jetzt haben wir einen Evangelist, Philippus. Wir haben seine vier Töchter, nicht als Propheten, aber als Leute mit der Gabe der Prophetie. Und dann haben wir dieses Mann. Kam ein gewisser Prophet namens Agabus. Und er spielt eine ziemlich große Rolle in die Apostelgeschichte, auch in die Leben von Paulus. Und so da sehen wir dann die Unterschiede, ne? Das ist die Gabe der Prophetie und natürlich dann der Amt oder der Dienst vom Prophet.
Und wir glauben, der Herr will diese fünffachen Dienste wieder mehr und mehr freisetzen. Auch in Gemeinden, auch in Ortsgemeinden. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil dann kommt dieses ganze Gleichgewicht auch, weil die dienen so fast so in die Fülle des Herrn, ne, wenn sie dann diente. Danke, dann können wir zu unserer Präsentation kommen. Jetzt von die fünf wollen wir ein paar Gedanken heute Abend über den Prophet haben. Danke. Jetzt sehen wir unser nächster Bildschirm brauchen wir nicht. Du kannst zu die dritte gehen. Danke. Bei die nächste. Dankeschön. Da kam der Herr hinieder in die Wolke und redete mit ihnen im Namen von dem Geist, der auf ihn war, Mose, und legte ihn auf 70 ältere Männer. Und da kam der Geist auf ihnen, ruhte, weissagten sie und höre nicht auf. Jetzt haben wir die Geisterprophetie, die auf mehrere Leute kommen kann. Jetzt haben wir die Geisterprophetie, die Gabe der Prophetie und die Amt vom Prophet, wie Agabus sie gehabt habe. Genau, jetzt ein paar Funktionen von dem neutestamentischen Prophet. Zuerst ist es dann Erbauung. Dankeschön. Soll ich das machen oder machst du für mich? Dankeschön. Die erste ist natürlich Erbauung. Und das ist natürlich 1. Korinther 14, weil durch die Gabe des Geistes erbaut der Herr die Gemeinde, ne? Und er erbaut unser Leben. Und ich denke, wir brauchen alle Erbauung, oder? Ich glaube nicht, dass es gibt Menschen, die sagen, ich war jetzt so erbaut, so ermutigt, ich bleibe mal ein paar Monate weg, weil meine Erbauung, meine ermutigt sein ist so groß. Ich denke nicht, wir brauchen Erbauung. Ne? Und das bedeutet, es ist weit laufen, es läuft weiter. Wir brauchen ständig Erbauung. Und dann haben wir natürlich die zweite Ermahnung, die aus die Gabe des Prophetie kommt. Und der Prophet funktioniert auch in die Gabe der Prophetie. Und Ermahnung wie in der Sinne, dass eine schon eine Korrektur, aber nicht in der Sinne von Gericht oder so. Mehr in der Sinne von jemand zu helfen. Ich denke öfters an diesen Dienst von Aquila und Priscilla, diese Ehepaar. Und die haben richtig so einen Dienst der Ermahnung und Erbauung gehabt und hat Leute geholfen, um Dinge besser zu machen. So, es ist eine Art Ermahnung, aber lieber, wie man das besser machen kann. Und dann haben wir natürlich Trost. Und das ist natürlich aus der Gabe der Prophetie. Und so sagte Paulus es auch, ne, wir sollen uns eifert um die Geistesgaben. Ich sage immer, ich kann nicht in mein Bett liegen zu Hause und singen, Herr, hier bin ich, wenn du mich benutzen willst, bin ich hier, Halleluja. Ich lieg einfach hier, bis du kommst, Halleluja, Halleluja. Nein, das ist nicht Eifer. Und meinte, du bist heute hier und du bist gekommen, weil du brauchst Erbauung, du willst wachsen. Und du willst wachsen auch in die Gaben des Geistes. Und es ist nicht verkehrt, sie zu wollen. Nein, wir müssen sie wollen. Wir sündigen nicht, wenn wir sagen, oh Herr, bitte benutze mich in die Gabe des Heilungs. Benutze mich in Prophetie. Benutze mich in Sprachereden und Auslegung und in Wunder und in Glaube. Ja, wir sündigen nicht. Wir müssen sie begehren, müssen sie wollen. Wir müssen Eifer danach. Genau, wir dürfen auch dem Herrn bitten. Bitte, mach's. Bitte, mach das durch mich. Hier bin ich. Amen. Und manchmal muss man auch irgendwo anfangen. Ein guter Platz, wo man mit Prophetie anfangen kann, manchmal ist bei uns selber. Und das heißt, bei der Gabe der Prophetie, nachher sind wir erbaut, haben wir Trost. Ja, durch die Gabe des Prophetie sollte es uns besser gehen nachher. Wenn es uns schlechter geht,
nach der Prophetie, kann es sein, dass das die Gabel war. Und das ist nicht die Gabel der Prophetie, es ist die Gabe. Amen. Ist es da zum Segen? Ja, Amen. Es ist da zum Segen. Also der Herr will uns aufbauen, der will uns helfen. Amen. Der ist für, er will mit uns, er will uns helfen. Und er benutzt auch die Geistesgaben dazu. Dann haben wir bei den Propheten vor allem richtungweisende Prophetie. Also das ist natürlich, ja, das muss mehr geprüft werden. Weil da kann ich nicht mal irgendwas ausprobieren. Und mal zu jemand sagt, ich denke, der Herr sagt, du solltest Krankenschwester werden. Und dann, wenn es nicht klappt, dann sagt, ja, ich habe das einfach ausprobiert. Das ist, ne. Und so muss man bei richtungweisender Prophetie, muss man richtig mehr prüfen. Wir werden mehr richtungweisende Prophetie sehen in unserer Zeit. Aber neutestamentische Propheten machen auch Fehler, weil wir bauen nicht auf Prophetie. Wir bauen auf dem Wort Gottes, das geschrieben ist. Und Prophetie hilft uns dazu, aber wir bauen nicht nur darauf. Sehr wichtig. So, das ist eine Bestätigung für uns. Das kann mal was ganz Neues sein, vielleicht. Plus, es kommt durch ein unvollkommenes Gefäß. Und die Gabe ist perfekt, aber das Gefäß ist unvollkommen. Und da müssen wir das dann auch, und das, deswegen muss das dann geprüft werden. Ne? Vor allem richtungweisend. Richtungweisend meinend, ja, sie sind dafür berufen oder ich sehe, dass der Herr dich in Taiwan benutzen wollen. Sehr richtungweisend. Es gibt sowas, aber dann müssen wir das mehr prüfen und schauen, habe ich sowieso sowas in mein Herz? Was sagt die Gemeindeleitung dazu? Und was sagt meine Freunde dazu? Ja, richtungweisend, Prophetie. Das kommt mehr dann bei dem fünffachen Dienst des Propheten, kommt das hervor, genau. Und dann haben wir interessantes Art und Weise, wie der Herr den Propheten auch benutzen, und das bei dieser Verleihen eines Amtes. Das ist zum Beispiel, dass wenn wir über Menschen prophezeit, kann das sein, dass der Herr die Berufung von der Person offenbare. Und dann wird die Person sozusagen dann in sein Amt sozusagen, kann Gott die Prophet benutzen. Wie zum Beispiel Samuel, ne? Der Herr David in sein Amt reingesetzt, hat Saul in sein Amt gebracht. Genau, das geschieht auch heute noch. Natürlich leitet Gott die Gemeinde nicht durch Prophetie. Er leitet sie durch die Älteste und durch das geschriebene Wort. Dann kommt Prophetie und so weiter dazu und hilft uns dabei. Ne, genau. Und so haben wir das, diese Amtes. Und genau, und das ist, warum das gut ist, vor allem wenn jemand dann so richtungweisend über dich prophezeien, auch heute Abend, dass du das mit deiner Leiterschaft besprechen. Besser ist, es aufzunehmen oder, ne, genau, und es dann wieder anzuhören und vielleicht mit deiner Leiterschaft zu besprechen und denken, weil das kann sein, weil wir prophezeien stückweise. Wir prophezeien nicht alles, nur kleine Stücke. Und jeder kriegt manchmal so ein Stück. Das ist, warum wir mehrere Propheten brauchen, weil jeder kriegt ein anderes Stück, wie ein Puzzle. Und am Ende dann passt das alles super zusammen. Dann ist das Bild mehr klar. Genau. Und dann benutzt der Herr natürlich der Prophet zur Bestätigung, um Dinge zu bestätigen. Meistens wird der neutestamentische Prophet als Bestätiger benutzt. Meistens. Weil Jesus hat gesagt, meine Schafe, hör meine Stimme. So in der Sinne brauchen wir nicht die Prophet. Aber, weil wir alle jetzt Gottes Stimme hören können. Aber wir brauchen die Prophet auch für Bestätigung. Und es ist wunderbar, wenn du so irgendwas in dein Herz sowieso habe,
Und es wird dann bestätigt, vor allem durch jemanden, die er nicht kennt. Und das ist dann, ich denke, das ist, warum vor allem der apostolische Dienst und die prophetische Dienst öfters dann reisen und verschiedene Orte so, weil manchmal aus diesem Grund heraus, es ist besser, manchmal nicht zu viel zu wissen. Ich sage normal, wenn ich in eine Gemeinde komme und wenn man fragt, dann wie geht's, manchmal fangen die Leute an zu sagen, ja, die macht einen Namen, oh, sorry, müssen wir mal nachher reden. Besser, dass man nicht vorher reden. Weil manchmal ist das schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt der Herr oder mein Vorerkenntnis, weil wir darüber gesprochen haben. Genau, so ist es manchmal für diejenigen von euch, die Gemeinde leiten, Älteste und so weiter. Besser vorher vielleicht es nicht so zu besprechen, aber vielleicht lieber nachher. Das ist dann besser. Dann weiß man genau, ach, das war der Herr. Genau, so als Bestätigung. Bestätigung ist eine wunderbare Sache. Und der Heilige Geist, ich glaube, der Heilige Geist mag, um Dinge zu bestätigen. Mehrmals. Und er kann es so auf solche kreative Art und Weise tun. Er kann dann durch einen Traum reden oder ein Wort geben oder jemand hat einen Eindruck zu dir und so weiter und so weiter. Und dass der Herr das so auf so kreative Art und Weise kann Gott dann Dinge bestätigen für uns. Und vor allem bei großen Entscheidungen ist es besser, um zu warten, um dem Herrn zu bitten, um mehrere Bestätigungen. Lieber so, als einfach das machen und dann herausfinden, oh, das war dem Herrn, aber die Zeit hat nicht gestimmt. Und manchmal wissen die Propheten auch nicht, sehe ich jetzt die Vergangenheit, die jetzt oder die Zukunft. Wir wissen auch manchmal nicht, wie weit voraus wir das sehen. Manchmal sieht es so nah, aber es kann mehrere Jahre dauern. Ne? Genau. Und wir leben gemäß des geschriebenen Wort. Und dann kommt der Herr und er nutzt diese Begabungen und Dienste, um uns zu stärken da drin. Ne? Und dann haben wir eine Sache bei dem Neuen Testament Prophet auch von Korrektur. Und Korrektur ist natürlich, ja, das ist natürlich nicht leicht. Es ist kein leichter Dienst. Und da muss man vor allem vielleicht eine Reife haben, bisschen mehrere Jahre im Dienst sein, bisschen mehr Erlebnis, Erfahrungen haben. Es kann sein, dass wenn du berufen bist, in den fünffachen Dienst von der Prophet zu dienen, dass du Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind. Aber das heißt noch nicht, dass wir das ansprechen darf oder dass der Herr will, dass wir irgendwas da antun. Weil wir brauchen echte Reife, ne, um in Korrektur zu funktionieren. Ich denke auch, im Alten Testament hat Gott öfters der Prophet zuerst benutzt, um die Korrektur zu bringen. Jetzt bringt Gott Korrektur. Vielleicht nicht sein erste Wahl ist nicht die Prophet. Es ist die Gemeindeortsleiterschaft. Es ist die Bibel. Ne? Der Heilige Geist und so weiter und so weiter. Und manchmal, wenn all das schon mehrere Zeit gelaufen ist und da keine Veränderung kam und vor allem, wenn das die Gemeinde Schaden anrichten kann, dann kann der Herr den Prophet benutzen, um Korrektur auszusprechen. Das ist warum man muss nah an dem Herrn sein. Ich meinte, alle Dienste müssen nah an dem Herrn sein. Und es ist so, dass wenn wir in einem bestimmten Dienst dienen, dann denken wir öfters, ja, in meinem Typ von Dienst müssen wir noch näher an dem Herrn sein. Aber der Evangelist sagt auch, wir müssen ganz nah an dem Herrn sein. Der Prophet sagt, nein, wir. Das ist so, aber vor allem bei dem Prophet, weil manchmal braucht es ein bisschen Zeit, ne? Und du siehst jetzt schon was und die Leute will das nicht als wahr haben. Und die wollen dann auch das nicht akzeptieren. Und dann hat man mit Langmut und Geduld und so weiter und so weiter. Und
Und wenn die das dann nicht akzeptiert, irgendwann kommt schon ein Punkt. Ne? Und an dafür braucht man echt sehr viel Weisheit. Und ich würde sagen, das, warum das wichtig ist, dass in die Gemeinde da eine gute Beziehung sind zwischen die prophetischen Leute und die Ältestenschaft. Und nicht zulassen, dass der Feind da die auseinandertreibe und sagen, ja, ich höre von dem Herrn, aber die hören nicht auf mich. Und dann kommt diese, und dann kommt das Stress, weißt du, und all diese Dinge. Besser auch ist, dass man reden und man muss nicht alles in die Öffentlichkeit machen. Wir können vielleicht manchmal einen Eindruck haben, die wir eins zu eins zu die Leiterschaft sagen oder auf das schön ein E-Mail schicken oder aufschreiben. Und der Prophet ist so die Postbote Gottes. Und er bringt oder sie bringt so die Post vorbei. Und wenn wir die Post abgeliefert haben, dann sollen wir das auch lassen. Dann ist die Verantwortung nicht mehr bei uns. Öfters wollen wir dann so abchecken. Und, hast du die Post gelesen? Und, was machst du da dran? Genau. Nee, wenn wir das abgegeben haben an die Ältestenschaft, unser Eindruck, dann ist die Verantwortung von uns weg. Und sie haben jetzt die Verantwortung, um weiter damit zu machen. Das ist sehr wichtig, weil es gibt viel Stress öfters in Gemeinden zwischen die prophetischen Leute und die Reste der Leiterschaft. Und die eine Gruppe sagen, wir hören von Gott sehr. Und die andere Gruppe, die wollen nicht auf uns hören. Und der Herr sagt, weiß und so weiter. Und das brauchen wir nicht. Interessant ist, dass er das sogar bei dem Gabe der Prophetie sagt. Denn ihr könnt eine nach der anderen alle weissagten, damit alle lernen und getröstet werden. Und dieses Wort lernen ist Matanio in die Griechisch. Es bedeutet instruktives und positives Lernen. So, der Herr, ne, vor allem wenn irgendwas nicht okay ist, redet er normalerweise die erste Mal, wenn er darüber redet, redet der Herr so lieb darüber, und dass kein Mensch denken, dass da irgendwas nicht okay ist. Aber wenn es sich nicht ändert, ne, dann steigt das. Da, und das kann passieren. Ich habe das erlebt, dass ein Prophet bei uns in die Gemeinde gekommen ist und gezeigt hat auf eine Frau und gesagt, du planst Ehebruch mit diesem Pastor. Und es war so. Und sie hat dann die Handtasche genommen und sind hinten raus und wir haben sie nie wieder gesehen. Das war dann so. Aber das ist schon so lange gelaufen. Und der hat bestimmt mehrmals versucht, auf andere Wege mit die Frau zu reden. Und sie wollte nicht hören. Und vor allem, wenn es dann Schaden anrichten. Ne? Das ist so, dass bei den Propheten ist das sehr viel entweder so oder so. Also, entweder ist es links oder rechts. Manchmal bei den Pastorale ist es ein bisschen mehr so in die Mitte. Weißt du, so, ja, ne, aber du weißt, wir lieben. Und ja, und der Prophet, nein. Und manchmal kann da richtig Stress sein zwischen die zwei. Weil die pastorale Leute, er hat viel Geduld, Liebe. Nicht, dass die mit Sünde in der Sinne, weißt du, was ich meine? Aber bei den Propheten ist das, kann das mal sehr einseitig sein. Ich selber muss so aufpassen dafür und ich rutsche ziemlich schnell da rein, dass ich irgendwas nur so sehe. Und es gibt keinen anderen Weg dafür, das passiert. Das muss man auch schauen, was ist so die Herausforderungen oder was ist so die Schwachpunkte, ne, auf denen man aufpassen muss. Genau, der Herr hat so viel Geduld, Langmut, oder? Weißt du, die älteste Person, die je auf der Erde gelebt hat, Methuselah,
war 969 Jahre alt. Sein Name bedeutet, wenn er stirbt, kommt es, das Gericht. Und der Herr wollte nicht das Gericht bringen, weil sein Name bedeutet, wenn er stirbt, kommt das Gericht. Und so hat der Herr zugelassen, dass er lebt und lebt und lebt, 800 Jahre, 900 Jahre. Und der Tag, als er gestorben ist, kam die Flut. Weil sein Name bedeutet, wenn er stirbt, kommt es. Es ist nicht verrückt, dass der Herr so viel Langmut, 969 Jahre mit Menschen gehabt hat. Aber irgendwann ist es vorbei. Das ist auch so. Das müssen wir sehen. Und das ist ein Teil der Prophet, die wir vielleicht heute nicht so viel sehen. Und wenn es kommt, aber normalerweise ist es, um die Gemeinde zu retten und andere unschuldige Menschen zu retten. Genau. Aus persönlicher Erfahrung heraus, ja, ich war letztes Jahr in Südafrika und hat irgendwo gedient. Und es war ganz, ganz schwierige Wochenende, sehr schwierig. Und ich war vor viele Jahren da und dann haben sie mich wieder eingeladen, ich glaube nach 14 Jahren oder irgendwie. Und dann kam ich wieder und dann war das richtig schwierig. Aber da war sehr, sehr, sehr viel Dinge nicht okay. Vieles, vieles. Und dann hat die Leiterin mir ein Buch geschenkt, die sie über Finanzen geschrieben hat. Und dann habe ich die genommen und als ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich dann leider das Buch gelesen. Und als ich so ab die 16. Seite kommt, wo sie sagte, wenn du ein altes, kaputtes Auto habe, dann kannst du nicht erfolgreich evangelisieren, weil kein Mensch wird dir glauben, dass Gott gut ist. Und als ich das leste, dachte ich so an Paulus, die einen Nebenjob machen muss, um seinen Dienst zu finanzieren. Und ich denke an die vielen armen Leute, auch in Afrika mit kaputten Autos, die mit sehr viel Liebe überall herumfahren. Und das war wie die Zorn des Herrn in mein Herz. Das war wie, ich hab mich entschieden, nicht weiter zu lesen. Und dann habe ich ganz stark, den Rest des Nachts habe ich darüber gebetet und also gesehen, wie die Sonne hochkommt. Und ich habe versucht, dass irgendwie, dass ich nichts daran machen muss, weil ich den nächsten Tag fahren, aber ich muss noch einen Tag da bleiben. Und ich bin leider nicht mit eigenem Auto dahin gekommen und es gibt keinen Busse oder Pferde oder Esel oder gar nichts, die man mieten kann. So, ich musste da schlafen, aber die Zorn des Herrn war so in mein Herz. Und dann habe ich beim Frühstück, konnte ich das nicht aushalten, hat die Frau mir gefragt, und hast du mein Buch gelesen? Und habe ich sie gesagt, ja. Und habe ich sie gesagt, weißt du, ich habe da über gebetet. Der Herr sagt, du hast die Wahl. Du kannst dich selber verbrennen oder er wird sie alle in dein Haus verbrennen. Und dann haben wir weiter gefrühstückt. Und das ist keine leichte Sache. Das ist wirklich, das ist keine leichte Sache. Richtig, wirklich, wirklich, wirklich. Aber wir werden auch mehr davon sehen. Und es wird nicht so gelehrt und es ist manchmal nicht so gewollt, weil Menschen sagen, ja, das ist so unlieb und so. Und, aber ich meinte, das Buch wird jetzt unter armere Leute ausgeteilt, die niemals wissen, wo Nachmittagessen herkommt, arme Pastoren, die niemals kaputte Autos haben.
und die jetzt nicht erfolgreich evangelisieren kann, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Genau. Ja, und dann haben sie mich zum Flughafen gefahren und die Radio und die Musik so laut gemacht im Auto, dass wir nicht reden konnten. Aber ich habe dann, ja, schön gewhatsappt. Und schön Tschüss gesagt am Flughafen. Also das sage ich nicht, ich sage das nur aus Erfahrung heraus. Also es ist nicht leicht. Und ich denke auch, wenn du das Sinn, die Schade, über die Wochenende war da so viel auch mit Rassismus und los, dass bis ich dieses Buch gelesen hat, war die Becher ziemlich voll schon. Und das war dann so die letzte obendrauf. Genau. Und das ist nicht schön, es ist nicht gewollt, wir wollen das nicht. Man muss auch sehr aufpassen, dass man das nicht aus eigenes Zorn macht oder aus ne, dass da persönlich nichts ist. Aber wenn das so von Gott komme, also, und wer wird mehr davon sehen? Das ist so. Und ich denke, der Herr wird auch Menschen aussuchen, das nicht gern macht. Ich bin persönlich kein richtiger Konfrontist. Ich mache das nicht so. Ich würde nicht gerne, such nicht. Weißt du, hat auch nicht geboxt. Also, aber weißt du, das ist so. Und erst manchmal weint Gott manchmal über eine Sache und manchmal ist die Zorn des Herrn da. Und das ist so bei den Propheten, wie wir gesagt haben, mit Poesie und Prosa. Ich denke, der Herr will auch, dass die Propheten auch Gottes Herz spüren. Das, warum sie manchmal so ein bisschen emotional ne, sein kann und mal richtig fürchterlich weinen kann, ohne aufzuhören. Oder vielleicht lachen und so weiter. Ja, weil die spüren das Herz. Die reden aus dem Herz, die sollen aus dem Herz Gottes reden. Und dass der sein Herz dann an Menschen bekannt macht. Ne? So. Genau, Korrektur. Dann haben wir unsere nächste, und das ist ja, auch bis in diese Richtung Gericht. Ich war in Gottesdienste, wo ein Prophet aufstand und hat gesagt, das ist der letzte Gottesdienst für diese Gemeinde. Und alle hat, war, das kann nicht sein, es war der letzte Gottesdienst. Gericht. Es ist so. Wir kennen das nicht so sehr in unserer Zeit und es ist ganz traurig. Es ist ganz traurig. Aber und wer von uns will sowas machen? Und wer von uns will, aber da muss man richtig an 1000 Tote sterben und nicht, dass du ein gutes Profil haben in Facebook und oder irgendwo und dass die Leute schön nur gut reden über dich und so weiter und so weiter. Also, ja, ich war in einem Gottesdienst auch, wo jemand, der Prophet dann jemand nach vorne geholt hat, ihn auf seine Hände sehr geschlagen habe, vor alle Leute, richtig geschlagen. Und dann hat er die Leute gefragt, und ihr fragt euch, was mache ich jetzt? Alle so, ja. Und dann hat er gesagt, diese Kindermitarbeiter, und dann sage ich nicht weiter. Du kannst dir vorstellen, was da los war unter den Kindern. Weil der Kindermitarbeiter war und komische Dinge oder schlechte Dinge gemacht hat. Das Gericht. Und also es ist nicht leicht. Es ist keine leichte Sache. Und der Herr hat Geduld mit uns alle. Und Gott hat Gnade mit uns alle. Aber irgendwann,
Und manchmal ist es so, weißt du, ein Prophet kommt vorbei und es ist noch eine Zeit, wo Gott so, Halleluja, noch so reden. Ne? Und dann kommt es so, dass du die Nächste bist, wo Gott sagt, ist genug. Und wir wollen das nicht, wir suchen auch nicht nach sowas. Wir haben genug Probleme in unser eigenes Leben, um Probleme in die andere Leben von anderen Menschen zu sagen. Und das ist nicht unser Gericht. Herodes war gerichtet. Es meinte, der Herr hat einen Engel gesendet, ihm geschlagen mit einer Krankheit. Und es steht in der Apostelgeschichte, er ist von Würmern zerfressen, Herodes. Und wie wir heute auch geredet haben über die Furcht des Herrn. Und so, es ist also interessant, dass die nächste Vers in der Apostelgeschichte, wo das steht, steht das, und viele Leute kamen zu der Gemeinde dazu. Wir denken, sowas wird Menschen wegnehmen von Gott, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, genau. Und ich denke, mein Eindruck auch über die Wochenende hier, für mich persönlich, auch von heute Nachmittag, ist, dass der Herr will, dass wir unsere Herzen vorbereiten für ihn. Und dass er will, und er will reinkommt und er will in uns wohnen und in die Gemeinden wohnen, wie noch nie zuvor. Und dafür muss er dann Platz machen, ne, und Raum aufräumen, manchmal auch, genau. Und dann haben wir die letzte, vorletzte, und das ist dann Zurüstung. Und das ist dieses interessante Wort Katechismus, und das haben wir in Epheser, wo wir gelesen haben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Vers 12, um die Heilige zuzurüsten. Und das ist interessant. Das ist, warum ich glaube, alle fünffache Dienste, normalerweise haben sie eine gute Fähigkeit auch, um zu lehren. Vor allem über denen der Fachgebiet. Und weißt du, wenn ein Evangelist in die Gemeinden kommt und über Evangelisation lehren, dann funkt es einfach bei den Evangelisten in die Gemeinde. Und die wollen kaum warten für Amen, weil die wollen auf die Straße. Heute Nacht noch. Wir gehen jetzt nach McDonald's. Und da bekehren sie alle. Genau. Und das ist diese Zurüstung. Und deswegen sehen wir in dem Alten Testament diese Schule von Propheten. Bei Samuel sehen wir das. Und auch bei Elisa sehen wir das. Und das ist dann diese Zurüstung. Und das ist wunderbar. Genau. Dieses Wort ist interessant. Es ist Kata, Arismus. Und Kata heißt ein Standard zu setzen, an dem man sich orientieren kann. Und Artismo wiederherstellen. So, der Herr nutzt auch die fünffache Dienste und auch der Prophet, um einen Standard da zu setzen. Wir haben immer dieser Prophet, er dient jetzt nicht mehr so sehr, aber lebe noch, in die Gemeinde gehabt. Und das war der, die so gesagt hat, sie und auf eine Frau gezeigt hat, sie planen Ehebruch mit dieser Pastor. Ne? Und dann kam auch zu uns regelmäßig. Und dann war es wieder ein Wochenende, wo er kommen soll. Und die Gottesdienste fingen Freitag an. Und wir haben entschieden, wir treffen uns schon ab Montag. Und wir haben angebetet und Buße getan. Wir haben Buße getan über Dinge, die wir noch nie gemacht haben, aber wir haben darüber gedacht. Aber nur um sicher zu sein, haben wir Buße getan. Und öffentlich auch und so weiter, genau. Das war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt kommt der Freitag. Und wir freuen uns, dass er kommt und so. Ne? Oh, und dann hat er angerufen und gesagt, der Herr hat gesagt, ich brauche nicht mehr kommen. Der Herr hat selber schon die Arbeit gemacht. Oh, mei,
Meine Güte. Oh nein. Ich habe ein Video zu Hause von ihm. Schau, dann ruft er alle Leiterschaft aus. Dann stehen sie alle vorne. Dann kommt er zu der einen Ehepaar, sagt er, ihr werdet das nicht machen. Die nächste Ehepaar, ich weiß nicht, ich komme noch zurück zu euch. Die nächste, nein, ihr werdet das nicht machen. Kommt die nächste, ach, ihr seid schon dabei, die Gemeindeleute zu holen aus der Gemeinde hier, um eigene Gemeinde anzufangen. Das macht ihr schon. Und keiner hat gewusst. Und ab da waren die Leute schon alle auf dem Knie. Ne, so. Natürlich, dafür braucht man eine Reife. Weil man kann nicht denken, ach, ich probiere es mal aus. Ne? Es kann richtig schrecklich sein. Richtig schrecklich. Ist so interessant. Ich war in Schottland gewesen und wir haben angefangen, die Leute zu dienen. Und da war ein Mann und eine Frau und die saßen nebeneinander. Und ich frage immer, sind sie zusammen? Sind sie verheiratet? Weil wir wissen nicht. Ne? Wir wissen nicht. Wir wissen nur, was Gott uns zeigt. Und ja, der hat mir nicht gezeigt. Ich musste abchecken, weil man kann die Fehler machen und prophezeien. Und dann war das Bruder und Schwester oder so. Ne? Genau. Und dann habe ich in aller Unschuld gefragt, und die, du, seid ihr verheiratet? Als ich das sagte, stand die Frau auf und rennt bei der hinteren Tür raus. Und ich höre, wie sie draußen fürchterlich weinen und so und auch schimpfen. Also ich denke, oh. Okay, die nächste, seid ihr verheiratet? Nein. Es hat nicht geklappt bei den nächsten. Und die Frau ist draußen, sie weine und dann steht der Mann auf und der ist nach hinten raus bei ihr und ich höre, wie sie da draußen reden und so weiter und so weiter. Ich denke, meine Güte, was ist hier los? Und dann versuche ich weitere Leute zu dienen, ne, und so weiter. Aber das ist so, na, was ist hier los? Ne? Ja, und dann ist es Zeit, heimzugehen. Und da sagt der Pastor zu mir, oh, große Probleme. Sag ich, oh. Ja, was? Oh, du hast behauptet, dass die zwei verheiratet sind. Nein, sage ich, ich habe nur gefragt, sind sie verheiratet? Weil sie saßen nebeneinander und ich habe ein Wort gehabt, sogar einen guten. Und ich wollte nur abchecken, weißt du? Oh, jetzt sind, oh. Und die Frau sagt, jetzt sind sie bloßgestellt vor die ganze Gemeinde, dass sie ein Verhältnis mit diesem Mann hat und so weiter. Und ihr Mann saß irgendwo anders an dem Abend und die ist noch ein Rechtsanwalt. Oh, ja. Ich dachte so, nein, ich habe nur gefragt, weil ich frage immer, sind sie zusammen? Ja. Und dann, nächsten Morgen kommt die Rechtsanwalt und sagt, du hast behauptet, dass meine Frau mit dem Mann ein Verhältnis haben, so stark, dass sie fast verheiratet sind. Sag ich, nein, überhaupt nicht. Ich habe gefragt, ob sie zusammen sind. Dann sagt er, nein, aber der Mann ist ihr bester Freund und er kommt jeden Tag und sie gehen zum Kaffee zusammen. Und war sogar weg für die Wochenende. Es ist interessant, ne? Was alles so geschehen kann. Und ich muss mir dann den nächsten Tag vor der Gemeinde entschuldigen, dass ich die Frau bloßgestellt hat.
Und dann habe ich vor der Gemeinde gesagt, ich frage immer nur, ob sie verheiratet sind, weil ich weiß nicht, ob sie zusammen sind oder nicht. Das war nur, was ich gemeint habe. Und dann war das so, tatsächlich, dass ihr ein Verhältnis habt. Traurig, oder? Genau, ja, so traurig. Und man kann das so gut meinen, ja. Unser letzter Punkt bei der Prophet, Unterscheidung. Und ich denke, das brauchen wir sehr. Ne? Und das sehen wir bei den Propheten sehr viel und wir müssen das mehr sehen auch. Weil Unterscheidung ist eine von den Offenbarungsgaben. Unterscheidung, Wort der Kenntnis, Wort der Weisheit. Und es kann sein, dass du Dinge unterscheiden und dass der Herr dir benutzen, deinen Geist zu unterscheiden. Nicht der Mensch, aber der Geist. Ist es ein Geist von Gott? Ist es der Gottes Heilige Geist? Oder ist es ein dämonischer Geist? Oder kommt es aus dem menschlichen Geist heraus? Und das brauchen wir bei den Propheten sehr. Aber natürlich ist es, wie wir damit umgehen. Und dafür müssen wir natürlich unser eigenes Leben erst unterscheiden und schauen, dass wir in Demut und Gebrochenheit vor Gott leben, ne? Mit einem demütigen Herz. Und wie gesagt, wir haben genug Probleme von uns selber. Wir müssen nicht herumschauen, um zu schauen, wo gibt es Probleme. Wir schauen, um zu sehen, was sind die guten Dinge, die Gott machen will. Und dann kann das passieren, ne, dass sowas macht. Menschen sagen manchmal, war das nicht vielleicht mehr weise, um das nachher zu tun? Manchmal schon. Kann passieren. Aber meistens ist es besser auch, dass man das nicht in die Öffentlichkeit sagen, ach, darf ich mit Sie nachher reden? Weil es gibt Dinge, die ich jetzt nicht sagen kann. Oh. Dann denken alle Leute, ich würde so gern wissen, was das ist. Kommt das dann auch in unser Gemeindebrief? Nein, Amen. Das ist besser, das einfach nichts zu sagen. Genau. Und vielleicht schaue, ob der Herr eine Tür öffnen für sowas, ne? Dass der Herr das machen kann. Genau. Aber wir wollen in Gebrochenheit und mit unser eigenes Herz, ne? Zuerst vor dem Herrn sein. Amen. Und der Herr kann das dann solche verschiedene Dinge tun. Amen. Ich glaube, wir sollen keine Angst haben, oder? Wir sollen keine Angst haben, weil der Herr ist doch gut. An die andere Seite wieder, das ist einfach so, dass die Furcht des Herrn ist natürlich da. Und der Herr will, dass die Furcht des Herrn natürlich in mein Leben ist und in dein Leben ist. Ne? Und das ist man einfach Teil davon. Genau. So, wollen wir zusammen beten und dann wollen wir noch anfangen, ein paar Menschen prophetisch zu dienen heute Abend. Genau, wie gesagt, wir haben nicht immer recht. Ich habe nicht immer recht. Ich denke manchmal, jemand hat einen Bruder und dann fragen man, haben Sie einen Bruder? Nein. Ein Onkel? Nein. Wohnen Sie vielleicht neben einem anderen Mann da in einem Hochhaus? Nein. Kennen Sie überhaupt jemand anders? Nein. Okay, dann lassen wir die Brüder. Also. Ich war schon in Veranstaltungen, wo die sagt, doch, du hast einen Bruder. Und die armen Leute so, was? Und die rufen nachher die Mama, Mama, warum hast du mir gesagt, ich habe einen Bruder? Nein, du hast keinen Bruder. Doch, du wolltest uns nicht sagen. Nein, wenn die keinen Bruder haben, lass ihn. Wir können ihm keinen backen, wir können ihm keinen malen. Lass es. Aber es ist so, und manchmal kann man so denken, ich sehe richtig. Und manchmal ist es dann daneben.
Ja. Es heißt nicht, dass es ein falscher Prophet ist. Es kann mal so sein. Weil wir bauen nicht auf Prophetie, wir bauen auf Gottes Wort. Und das hat immer recht. Sondern wer die dann von die Brücke schmeißen, wenn der dann falsch sehen? Nein. Beim Morgenabend, das stimmt es vielleicht. Und dafür ist die Leiterschaft da auch. Letztens, wenn ich so in eine Gemeinde komme, dann schaue ich die Leiterschaftsstruktur an. Wenn die Struktur nicht richtig funktioniert oder stark ist, dann lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Aber wie stark die Leiterschaftsstruktur ist, wie mehr Risikos mache ich. Weil ich weiß, die Leiterschaft wird es schon auffangen. Und wenn ich einen Fehler mache, wird das nicht die Leben von den Menschen zerstören. Ich will das nicht mal in einem Zirkus vergleichen. Aber weißt du, diese Leute, die, was heißt das, Trapezartist, die so machen, so, na da oben, in den Zirkus, genau. Unten hast du die Netz, so, ne? Und kein Mensch sieht dieses Netz. Man sieht nur, oh, und hat er sie gefangen und sie ihm und dann, boah, und dann so. Und dann, bis die einen Fehler macht. Und dann geht die ganze Zirkus, oh, oh, oh. Weil die Netz fängt sie auf. Die Leiterschaft ist die Netz. Und wenn der Netz stark ist und funktioniert, dann können wir Dinge machen. Natürlich nicht zirkusmäßig, aber dann können wir, Zirkus kann auch Spaß sein, aber ich meine, nur wenn das Netz stark ist, Amen, dann können wir das doch tun. Ja, und wenn wir Fehler machen, die Netz ist da. Aber wenn da kein Netz ist und die machen Fehler, ich sage dir nichts weiteres. Ist traurig. Amen.